zwei Spiele vor Advantage, wie es so schön heißt. Und dieser fünfte Satz beginnt mit Aufschlag des Italieners. Bettina. Der Anhang von Omar Camporese meldet sich jetzt doch zu Wort hier. Er hat seine Fans gefunden. Der Außenseiter. Kann wirklich Omar Camporese einen 0-2-Satzrückstand gegen Boris Becker in einen Sieg umwandeln? Becker selbst ist dieses Kunststück im vorigen Jahr gelungen, als er gegen Miroslav Mečija 0-2 zurücklag in den Sätzen und noch gewann. Aber auch da war Becker der Favorit. Camporese ist hier der Außenseiter. Ein fünfter Satz ist immer. Da spielt es keine Rolle, wer sich da gegenübersteht. Ob die Nummer 2 und die Nummer 45 in der Weltrangliste oder sonst wer. Ein fünfter Satz ist immer eine offene Angelegenheit. Und wenn man mal die Tendenzen der letzten anderthalb Stunden verfolgt, dann spricht es nicht nur aufgrund der 1-0-Führung, die Camporese jetzt hat in diesem fünften Satz, dann spricht eigentlich mehr für den Italiener. Der Kräftehaushalt des Italieners scheint auch in Ordnung zu sein, sagte eingangs. Ich zitierte eingangs italienische Kollegen, die sagten, ein schlechter Athlet, aber er hat einen guten Touch, dieser Omar Camporese, und eine erstklassige Vorhand. Und ein prima Aufschlag dazu. Das reicht, um Becker an einem für ihn schlechten Tag mehr als nur in Verlegenheit zu bringen. 30-15.
Auch der passt. Klasse, retourniert mit der Rückhand, nur geblockt. 40-30. Eins beide, fünfter Satz. Es bleibt ausgeglichen, es bleibt eng. Ich glaube, an kommende Davis-Pokalaufgaben wird im Moment vielleicht nur Niki Pilic denken. Für Becker gilt es hier und heute gegen Omar Camporese sportlich zu überleben. Elegant, präzise, gekonnt. Omar Camporese hat Spielbälle zum 2:1 im 5. Langer, langer Zeit, mal wieder ein guter Aufschlag-Return des Deutschen. Der passt. Ist es denn zu fassen? Er macht alle wichtigen Punkte. 2:1 für
Ergebnissen überhaupt. Zwei Fehler in Folge von Omar Camporese. Etwas mit Seltenheitswert. Diesen 3 Stunden und 20 Minuten, so lange dauert jetzt diese Partie bereits an. Hier auf dem Einser hat sich in zwei Lager, ich glaube auch mengenmäßig, gleich verteilt. Fünfter Satz. Wenn es anders nicht geht, dann muss eben die Brechstange heraus, so wie eben. Becker entschlossen. Ausgeglichener geht's nimmer. Zwei beide im fünften. Die Schatten hier am späten Nachmittag von Melbourne werden länger. Gewinnt oder verliert hier. Ich glaube, Omar Camporese macht zurzeit das Spiel seines Lebens. Das machen sie alle, die nicht in den Top 10 vertreten sind und plötzlich einen großen ausschalten. First serve. Sehen im Bild, der Blick von Becker geht hinter dem Ball her, schaut ostentativ auf den Gegner, wie der reagiert, diesen guten Rückhandschlag von ihm. Gelassen ist die Antwort.
Polikete. Jetzt sollte Boris sich wirklich beherrschen, um zu retten, was noch zu retten ist. Spielbälle zum 3-2. Return von Boris Becker. Noch keine Breaks in diesem fünften und alles entscheidenden Satz. 3-2 die Führung für 22-Jährigen aus Bologna. 1,88 groß zurzeit. Der beste Italiener, zumindest wenn man nach der Weltrangliste geht. Omar Camporese wird Einzelspieler sein, neben Paolo Cané im Davis-Pokal, erste Runde Deutschland-Italien. Camporese hat übrigens erst jetzt vor kurzem zugesagt. Es hat lange Unstimmigkeiten gegeben zwischen Camporese und dem italienischen Tennisverband. Die sind beseitigt und Camporese wird sicherlich als geachteter Mann nach Dortmund kommen, ganz besonders dann, wenn er hier Becker schlagen sollte. Aber auch sonst für ihn ein Riesenspiel. Quiet, please. Thank you. Die Liebe dieser beiden Fans, We Love You Boys, ist noch nicht erloschen. Harren seit 3,5 Stunden hier aus. Jetzt hierher gekommen, denn das hat sich natürlich herumgesprochen auf der riesigen Anlage, dass hier etwas im Schwange ist. Ja.
von dem brodelnden Vulkan. Quiet, please. Thank you. Jetzt zählt jeder Punkt. 30-15. Thank you. 40-15, zwei Spielbälle zum 4-3 für den Italiener. Das siebte Spiel des fünften Satzes ist vorbei. Der Italiener führt mit 4-3. Und Boris Becker lässt den Kopf hängen. Trottet da ganz langsam zu seinem Stuhl. Sie haben es nicht im Bild. Nimmt Platz. Und hat eine Minute Zeit, sich einmal mehr zu überlegen, was tun gegen die Nummer 45 der Weltrangliste, gegen Omar Camporese. Der einer Riesensensation langsam aber sicher immer näher kommt. Zwei enge Sätze. 7-6, 7-6 für Becker. Dann 0-6. Der Rest dieses dritten Satzes abgeschenkt von Becker. Dann ein umkämpfter vierter Satz. Becker 6 Breakchancen nicht genutzt. Und wird selbst von 4-6 dann geprägt, muss in den fünften Satz. Und da führt sein Gegner mit 4-3. Und jetzt wird natürlich hier der Einser zu einer Art Hexenkessel. Quiet, please. Quiet, please. Thank you. Ruhe soll einkehren, sagt der Schiedsrichter, hoffentlich auch bei Becker selbst. Becker vor. Hat Glück der Deutsche. Da geht rüber. 30-0. Thank you.
ball! So, meine Damen und Herren, liebe Jugendliche, liebe Tennisfreunde. 4-4 im fünften Satz. Und jetzt gilt es für beide, für Omar Camporese und für Boris Becker. Thank you. Jetzt werden Fehler nicht mehr verziehen. Bei diesem Ballwechsel die Übersicht. Quiet, please. Thank you. Werden nicht besser. Das ist das, was fehlt bei Boris Becker, vor allem das. Zu defensiv. Schauen Sie sich das an. Er geht nicht mal übers Netz. 40-15. Quiet, please. Aufschlag durchbringen zu müssen.
Sechster Anlauf von Boris Becker bei den Australian Open. Geht's wieder frühzeitig daneben. Dahinter steht noch ein Fragezeichen. Björn Borg zum Beispiel, der fünfmalige Wimbledon-Sieger, hat nie die US Open gewonnen. Aber er war zumindest im Endspiel vertreten. Nur gewonnen hat Björn Borg im Flushing Meadow und in Forest Hills, wo früher gespielt wurde, nie. War es der letzte Seitenwechsel? Wenn ja, dann verliert Becker dieses Match. Fünfter Satz. 5-4. Es knistert vor Spannung hier auf dem Einser. 5-4 für Omar Camporese. Aufschlag Boris Becker. Quiet, please. Thank you, ladies and gentlemen. Quiet, please. Thank you. Dran und doch so weit, 3 Punkte davon entfernt, Omar Camporese. Gibt's
hier in Australien. Quiet, please. Genau wie in Wimbledon kein Tiebreak. Quiet, please, ladies and gentlemen. Hier wird bis zur Entscheidung gespielt. Let's continue playing. Come on, quiet, please. Thank you. Es geht weiter, kein Seitenwechsel. Jay Snyder, der Stuhlschiedsrichter, macht das Publikum darauf aufmerksam. Da wird fleißig diskutiert, dieser Aufschlag denn wirklich aus war. Eine ganz enge Entscheidung. Jetzt will er, dass der Linienrichter zu ihm kommt. Aber das gibt es natürlich nicht. Da haben wir den jungen Mann. Und damit kann sich natürlich Roman Camporese rausbringen mit diesen Diskussionen. Er, der so nah dran war, zwei Punkte. Aufschlag war also Fehler. Zweiter Aufschlag des Italieners. Da applaudiert er dem Amerikaner Jay Snyder, der auf dem Stuhl sitzt. Doppelfehler Nummer 5. Ich hab's gesagt, damit bringt er sich selbst raus. Das bringt nichts, wenn Linienrichter und Schiedsrichter sich einig sind, dass der Ball aus war. Da kann man eine Stunde diskutieren. Da wird niemals jemand sagen, okay, wir glauben dir, der Ball war gut. 0:15. Der ist gut. Becker macht den Punkt. 0:30. Quiet, please. Please, ladies and gentlemen. Quiet, please. And please be quiet during the playing of the point, please. Down to us and then we can talk. It's easy in the stand, you know, when nobody can see you. Das haben Sie gehört. Quiet, please. Wenn Sie Englisch können, auch verstanden. Er sagt, Ruhe da oben. Es ist leicht sitzen und leicht reden da oben, wie gespielt werden soll. 30 beide. What
2:30. Aus 0:30 macht der Mann aus Bologna einmal mehr. 1:40:30. Und Boris Becker ist zunächst einmal wieder um eine kleine Hoffnung ärmer. Spielzeit hier 4 Stunden in diesem Marathonspiel. 2 Punkte war der Italiener vor einigen Minuten vom Matchgewinn, von dieser Riesensensation Becker zu schlagen, entfernt. Eben hatte Becker Aufschlag 0:30. Der Aufschlag des Italieners 0:30. Ein reines Nervenspiel zwischen den beiden jetzt. Dessen Nerven halten besser. Der Platz hier völlig überfüllt. Die Leute sitzen auf der Umrandung. Nur die Niedergänge werden freigehalten von den Ordnern. Bis auf den allerletzten Platz besetzt. Teilweise sogar doppelt besetzt. Alle wollen das Ende dieses Tenniskrimis miterleben. Die Spieler sind bereits wieder auf dem Platz und jetzt gilt es einmal mehr für Boris. 5:6 der Rückstand. Quiet, please. Im 5. Satz. Punkt, das 30:0. Quiet, please. Keinen Tiebreak, denn in diesem 5. Satz wird bis zur Entscheidung gespielt. Am ersten Tag passierte es hier gleich. Am zweiten Tag war das eine Australierin. Sie sollte es eigentlich besser wissen. Machte bei 6 beide Aufschlag und war dann
was erstaunt, dass jemand sagte 15-0. Sie dachte, sie hätte das 1-0 im Tiebreak. Und spielte den zweiten Ball, den sie noch in der Tasche hatte, übers Netz. Hier geht es also normal weiter. Ein langer fünfter Satz. Gegeben wurde. Entsprechend böse der Blick von Camporese zur zuständigen Linienrichterin. 0:15. Vorläufig. Von einem Teil des Publikums Fehler beim Aufschlag zu bejubeln. Jetzt aus, die Vorhand kommt, denke ich. Wieder Seitenwechsel. 6:7 aus Sicht des Deutschen. Boris Becker hat ja gesagt, auf Pressekonferenzen hier, gemessen an dem, was im Nahen Osten geschieht und auch was es ansonsten in der Welt gibt. Wieder der Druck bei Becker. Er hat Aufschlag. Fehler einmal mehr.
Borese kritisch hinterher, schaut sich den Abdruck an, den es ja hier gibt auf diesem synthetischen Boden. Eingeblendet, die Games. 7 beide. 5-5. Alles täuscht, der letzte lange Satz, 5. Satz, den Becker gespielt hat. Ich glaube, das war bei seinem ersten Wimbledon-Erfolg gegen Nyström. 9-7 gewann Becker da. Hier steht es 7-7. Und jetzt 30-0 für Omar Camporese. Das später heraus, aber der war aus. Okay. 15:30. Und den zornigen Blick von Boris kurz gesehen. Jeder Punkt ist wichtiger denn je hier. Geht ins Aus, der Return. Camporese lässt nicht nach. Allerdings bei 40-15 kann man sich das denn überhaupt erlauben. 40-30. Auf der anderen Seite sieht natürlich der Gegner, dass der Arm des Aufschlägers ein bisschen wackelt. Von Boris Becker und die bringen ihm den Gleichstand. Quiet, please.
Mike Cook gegeben. Das will Boris nicht wahrhaben. Vorteil für den Italiener. Erneut Spielball zum 8-7 im fünften. Camporese leads 8-7. 8-7 für Camporese. Und alles Flehen von Boris hilft nichts. Er hat die Linienrichterin angefleht mit einem langgezogenen Please, bitte, schau hin. Aber diesen Ball möchte ich ohne Zeitlupe, die wir hier auf dem Einser gar nicht haben, schon gar nicht entscheiden. Das alte Spiel. Camporese hat Spiel vor. Becker muss nachziehen. 4 Stunden und 11 Minuten inzwischen gespielt. In diesem Krimi, diesem Thriller der dritten Runde. Becker einmal mehr am Abgrund. Hier in Melbourne zumindest. 2-0 Satzführung. Nun also der fünfte Satz und da liegt er 7-8 zurück, hat Aufschlag. Quiet please. Quiet in den nächsten Minuten einige gute Returns dazu kämen, ja dann. Beide.
gibt keine Grenze, was die Anzahl der Spiele betrifft. Es kann so weitergehen. Eine Stunde und fünf Minuten ist allein dieser fünfte und entscheidende Satz alt. Acht beide. Aufschlag des Italieners. Diese Returns, Aufschlag-Returns sind indiskutabel. Mit schöner Regelmäßigkeit schlägt Omar Camporese seine Asse eben zum 16. Male. Licht fällt noch auf einen Teil des Publikums hier. Der Platz selbst gleich vollständig im Schatten. 40-15. First serve. Nationalheld, zumindest was Tennis angeht, vielleicht ab bald in Italien. Ich sagte es schon einmal, als Italien Schweden ausschaltete, auf Asche gegen Leute wie Wilander, Svensson. Da wurde Paolo Cané auf den Schultern vom Platz getragen. Da war er die ganz große Nummer in Italien. Und das kann natürlich auch Omar Camporese passieren. Wenn er hier heute Becker tatsächlich schlagen sollte. Und dann vielleicht, wer weiß, noch einmal beim Davis-Pokal in zwei Wochen. Führt 9-8. Aufschlag hat Boris Becker in diesem langen, fünften, alles entscheidenden Match der dritten Runde. Thank you. First serve.
wird enger. Immer enger für Boris Becker. Camporese lässt nicht nur nicht nach, er legt zu. Fight, please. Lassen. 30-15. Zum neuen beide. Platz im Stadion anschickt, sich fertig macht für die Abendveranstaltung. Tragen hier Boris Becker und Omar Camporese aus Italien den Kampf schlechthin aus. 9 beide im 5. Konzentriert diesen Angriff vorgetragen, Boris Becker. 0-15. Nach vorne. Camporese macht den Fehler. 15-30. Vielleicht ja diesmal. White Base.
einfach nicht sein, wie verhext. Becker kommt nicht zu einer Breakchance. Gleiches gilt in diesem fünften Satz für Camporese. Sie ist jetzt zweimal 15-30, einmal sogar 0-30. Sagt ihm nach, Zitat eines Landsmannes von ihm, er denke nicht nach, er haue nur drauf. Und das ist vielleicht das richtige Rezept, denn in dieser entscheidenden, matchentscheidenden Phase zu viel zu denken, das kann nur von übel sein. Camporese 15-30 zurück und scheut sich nicht, Asse zu schlagen. 10-9, die Führung für ihn. Das ist ein größter Erfolg bisher. Ein Finalplatz in San Marino war. Da hat er damals den jungen Schweden Kulti im Halbfinale geschlagen und dann im Finale gegen Perez Roldan aus Argentinien verloren. Aber der Gegner, den er heute hier hat, der ist ja eigentlich von einem ganz anderen Kaliber. Das Publikum jetzt fast hysterisch. Die Entscheidungen der Linienrichter gehen oft genug im Gejohle unter. Zum fünften Mal ist Becker jetzt gezwungen, seinen Aufschlag durchzubringen, wenn er weiterspielen will. Inzwischen sind auch die Flutlichtmasten hier eingeschaltet worden, um den Übergang von Tageslicht zu Kunstlicht fließend zu gestalten. Versuchen bei 40-0. Jetzt also 40-15.
Quiet, please. Gespielt zweimal an die Linie von Boris. Aber andererseits ist das ein Beweis für ein gutes Nervenkostüm. Es steht 10 zu 10. Es wird Abend. Quiet, please. Über Melbourne. In Melbourne. Thank you. Und quiet, please. Wetten werden noch angenommen. Wer gewinnt diese dritte Runde? Schlag Camporese. Love 15. Linie. Der war auch gut. 15 on. Na, Camporese zaudert da nicht. Warum sollte Camporese auch zaudern? Denn, sagt man doch immer so schön, er hat hier nichts zu verlieren. Boris jede Menge. Er kriegt den richtigen Return einfach nicht hin. Quiet, please. Thank you. War Boris Becker schon mehrfach in diesem fünften Satz bei Aufschlag des Gegners. So wie sich die Spiele wiederholen, will auch ich mich wiederholen. Vielleicht ja dieses Mal. Jetzt auch in zunehmendem Maße verunsichert. Sie kennen das selbst, wenn Sie selbst Tennis spielen. Wenn es zwei, dreimal nicht geht, dann zittert man schon, bevor man den Schlag noch einmal ausübt. Spielball zum 11-10. Camporese kommt ihm ausnahmsweise mal wieder mit einem Unforced Error entgegen. Quiet, please.
Quiet, please. Das Resultat da. Zumindest ein Teilergebnis. Becker hat Vorteil. Quiet, please. Die erste Break-Chance in diesem gesamten fünften Satz. Fehler. Quiet, please. Könnte man das fast annehmen, aber noch ist es nicht so weit. Aber Boris Becker ist im Achtelfinale einen ganz gewaltigen Schritt nun doch wieder näher gekommen. Becker leads 11-10. Sie hören es, Jay Snyder sagt es, 11-10 für Boris Becker. Break vor. Platz Nummer 1 gleicht einem Tollhaus. 2-0. 7-6, 7-6 in den Sätzen hatte Becker geführt. Dann ein katastrophaler dritter Satz. In 26 Minuten 0-6 abgeschenkt. Dann die vielen verpassten Chancen zum Break für Becker. Er verliert den Satz. 4-6. Und dann jetzt eben in diesem unendlich langen fünften Satz das erste Break für Becker zum 11-10. Und jetzt hat der 23-jährige Wimbledon-Champion, der dreimalige Sieger von Wimbledon, die Aufschlag. Quiet, please. Thank you, ladies and gentlemen. Neue Bälle hat es noch einmal gegeben. Return ins Aus. Wer sich Omar Camporese genau anschaut, macht einen etwas resignierenden Eindruck, aber das will nichts heißen. Becker 15-0, drei Punkte braucht er noch. So siegessicher sein. Dieses Match ist mehrfach gekippt. Auch Camporese war vor einer Stunde schon einmal zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt. 30-0 Becker. Quiet, please. Und jetzt bei 40-0 nach sage und schreibe 4 Stunden und 40 Minuten Spielzeit hat Boris Becker Matchball dreimal bei 40-0. Quiet, please. Thank you, ladies and gentlemen. Quiet, please. Quiet.
Der geht ins Aus. 40-15. Erster Matchball abgewehrt von Omar Camporese, einem 22-Jährigen aus Bologna. Zweiter Matchball für Becker. Quiet, please. Quiet, please. Thank you. Thank you. Nach vorn. Spielt einen sicheren zweiten, aber das reicht nicht. Auch die zweite Chance, das Match zuzumachen, vertan, aber es bleibt Becker vorerst ein dritter. Sein dritter Matchball, 40-30. Quiet, please. Thank you. Verwerten können. Vor drei Tagen hatte hier Cherkasov aus der UdSSR vier Matchbälle gegen den Australier Darren Cahill. Auch drei in Folge. Am Ende gewann Cahill in fünf Sätzen. Einstand. Reißen die Arme nach oben. Und das waren eben viele Arme hier auf dem Platz Nummer 1. Camporese hat die Möglichkeit, sich sein gerade vor wenigen Minuten verlorenes Aufstiegsspiel zurückzuholen. Thank you. Drei Matchbälle hat er abgewehrt. Chance zum Rebreak jetzt. Immer noch nicht vorüber. Sie hören es, die Stimme von Jay Schneider dringt noch knapp durch den Beifall des Publikums. 11-all, es heißt 11 beide. Doris Becker hat drei Matchbälle gehabt. Das ist zunächst einmal eine bittere Pille für ihn. Nicht einen konnte er verwirren. Play is continuing. Thank you. Spiel geht weiter. Quiet, please. Thank you.
offensiven, offen geschlagenen Rückhand zum Punkt, zum 0:30. Quiet, please. Thank you. Wissen. Er bereitet seine Attacken zwar nicht mehr mit langen Bällen vor, er geht einfach Chip and Charge nach vorn, verleitet den Gegner zu Fehlern oder macht es dann mit dem ersten Volley. 0:40. Quiet, please. Den habe ich als Ass gesehen. Quietly. Wird als Fehler gegeben. Boris Becker Break vor. Wieder wird er nach Seitenwechsel aufschlagen zum Matchgewinn. Inzwischen fast 4 Stunden und 50 Minuten gespielt. Aus dem Nachmittagsmatch ist ein Frühabendspiel geworden. Und jetzt hören Sie mal die Anfeuerung für Boris Becker. Dieser Platz Nummer 1 gleicht einem Tollhaus. Es muss in der dreijährigen Geschichte des Flinders Parks diese Anlage wohl das aufregendste und zugleich auch längste Match sein. Der Weltranglistenzweite Boris Becker am Abgrund. 2 Punkte nur vom Aus entfernt. Er hat jetzt einmal mehr die Möglichkeit, dieses Match doch noch einzufahren. Thank you, ladies and gentlemen. 3 Matchbälle hat er zuvor vergeben. Mal Thank sehen, you. Ob er jetzt ans Tagesziel kommt, der Deutsche. Love 15. Ist es denn zu fassen? Quiet, please. Thank you. Kopf. 15 beide.
30-15. Becker nähert sich der Stelle, wo er schon einmal war. Dem Matchball. 30-15. Becker lässt sich Zeit, das ist richtig so. Thank you. Das sollte man fairerweise auch sagen, so wie ich es vorhin gesagt habe, als ich einen Ass gesehen habe von Camporese. Diesen Ball habe ich eher gut gesehen. Wird als Fehler gegeben. Zweiter Aufschlag, 30-15. Quiet, please. Vorhand von Camporese, gut gekontert. Ja, soll denn dieses Match nie ein Ende nehmen? Ich habe vor 100 Minuten, als dieser fünfte Satz begann, gesagt, ein fünfter Satz ist immer eine offene Angelegenheit. Und die letzten Minuten haben das, glaube ich, mehr als deutlich gemacht. 30-40. Kommt. Becker aufpassen. Geht ins Aus. Tschüss. Welch eine Dramatik. Welch eine Spannung hier. Quiet please, ladies and gentlemen. Quiet please. Thank you. Aber Fehler. Ein unglaublicher Vorhand-Return. Beckers Aufschlag weit hinaus auf die Vorhandseite. Camporese steckt den Schläger rein und kommt ins Feld damit. Die zweite Möglichkeit für den Italiener zum 12-Beide. Quiet, please. Thank you. Quiet, please. Quiet, please. Thank you.
wenig ins Stolpern auf dem Weg nach vorn und hatte keine Zeit, sich richtig zu stellen, um zu volieren, wird passiert. Und die dritte Chance zum Rebreak für den Mann aus Bologna. Ein Mann, den man als Aschenplatz-Spezialisten bisher jedenfalls bezeichnet hat. Da hat Becker Glück gehabt, dass dieser erste Aufschlag als Fehler gegeben wurde. Denn der Return kam mit Schmackes. Nicht zu fassen, nicht zu glauben, aber dieses Spiel findet einfach kein Ende. Boris Becker hat dreimal Matchball gehabt. Aufgewühlt, aufgebracht. Sicherlich die Spieler selbst auch nach fast 5 Stunden Spielzeit. Eine Minute fehlt da noch. Dann sind 5 Stunden voll. Ohne Pause. Vom Nachmittag in den Abend gespielt. Und ein Ende ist nicht absehbar. 12:12 im 5. Satz. Jetzt kommt Camporese. Hätte mir das jemand vorher gesagt, ich hätte ihn für verrückt erklärt, dass Becker und Camporese einen 5. Satz spielen, in dem es 12:12 steht. Und jetzt 30:0 für den Aufschläger für Omar Camporese. Und er hat noch die Kraft für ein Ass. Das 18. für Omar Camporese, der schwere Minuten hier zu überstehen hatte. 3 Matchbälle in Folge. Aber sich aus diesem kleinen Tief nun zu befreien scheint. Jetzt haben wir die 5 Stunden Spielzeit voll. Quiet, please. Nach 40:0, nun 40:30. Becker hängt sich wieder rein. Sechs Wochen
Pause vom Tennis gemacht. Vier Matches vor diesem Turnier hier gehabt. Reicht das, um schon wieder gut genug zu sein für ein 5-Stunden-Match? Hughes Einstand. Quiet, please. Von Camporese auf und nieder. Und Kraft Advantage Becker. Zum Vorteil. Jetzt oder nie. Oder vielleicht doch später. In diesem Match wage ich nichts mehr vorauszusagen. Becker hat Breakchance. Jetzt ein Fehler. Jetzt aus. Nach 40-0 verliert Camporese doch sein Aufschlagspiel. Und Becker gewinnt dieses, wann kann man das schon mal sagen, im Tennis dieses 25. Spiel des fünften Satzes. 13 zu 12 Break vor und Becker wird gleich zum dritten Mal aufschlagen zum Matchgewinn. 5 Breaks in Folge, auch ein Zeichen der nachlassenden Kraft bei den Spielern, aber der Siegeswille bei beiden bisher ungebrochen. Ein Riesenmatch ist es geworden. Becker hatte es sich lange Zeit selbst zuzuschreiben, dass er überhaupt so weit gehen musste. Nach 2 engen ersten Sätzen ein katastrophaler, dann, ich will mal sagen, ein unglücklicher Vierter. Und dann dieser unglaublich hart umkämpfte 5. Satz. Becker hat bereits 3-mal Matchball gehabt.
Reicht es ihm diesmal? Die Antwort kann er selbst geben. Quiet, please. Auch Steffi hat den Weg hierher gefunden. Aber ich glaube nicht, dass Boris irgendetwas um sich herum wahrnehmen kann in diesen Momenten. Aufschlag des Deutschen, 13-12. Lopetegui macht den Fehler. Jetzt muss er vor. Fünfte Weide. Er geht ins Aus. 30-15. Die 5 Stunden und 4 Minuten, die Wilander im Finale der US Open benötigte gegen Ivan Lendl bei seinem Sieg 88, das war ja eine Sache. Diese beiden stehen sich hier inzwischen 5 Stunden und 10 Minuten gegenüber. Ein frecher Aufschlag. Da beweist Becker Routine und Stärke zugleich. In dieser so eminent wichtigen Schlussphase. Ist sie das, die Schlussphase? Becker hat 40-15 und damit zweimal Matchball. Die Matchbälle 4 und 5. Quiet, please. Reicht es diesmal? Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Quiet, please. Es reicht! Da ist es denn zu glauben! Becker gewinnt den Tennis-Krimi, den Marathon schlechthin in dieser dritten Runde mit 14-12 im fünften und alles entscheidenden Satz gegen Omar Camporese, der hier sicherlich so etwas wie das Match seines Lebens gemacht hat und es dennoch nicht gewonnen hat. Zwei Punkte nur war Camporese selbst vom Erfolg entfernt. Aber der 22-Jährige aus Bologna, er hat dem Weltranglisten-Zweiten Boris Becker das Leben hier sehr, sehr schwer gemacht. Becker hat sich diese lange Distanz letztendlich selbst zuzuschreiben. In der nächsten Runde im Achtelfinale trifft Becker auf Wayne Ferreira, einen Qualifikanten aus Südafrika. Und zwischen ihm, Boris Becker und Omar Camporese, da gibt es bereits in 2 Wochen beim Davis-Pokal in Dortmund ein Wiedersehen. Riesenbeifall, ein am Ende auch gutes Spiel, spannend, wie selten etwas zuvor. Bei diesen Australian Open geht es zu Ende. Entsprechend der Beifall, der Jubel der Fans.